Hallo, liebe Zuschauer, Fred Weidler, Weidlers Talk. Ich habe wieder einen Talkgast, diesmal Yvonne Edelbauer-Ebersbach. Wo kommst du genau her? Ich komme aus der Wetterau, direkt aus Rockenberg, und es ist schön, dort zu leben. Das ist fein zu hören. Du warst viel unterwegs, du bist in Sachen Fotografie unterwegs, und ich habe mich so ein bisschen schlau gemacht im Internet. Albert Hammond und Pete Lincoln, beides Größen aus dem Showbiz aus England. It's Never Rain in Southern California, das können Sie sich vielleicht noch erinnern, liebe Zuschauer. Und Pete als Frontman bei der Band Sailor, Glaze of Champagne. Das waren große Hits. Wie bist du an diese Topstars rangekommen? Also Pete habe ich kennengelernt durch eine kleine Eventagentur in Rockenberg, EL Music, die mich gebeten haben, weil ihnen die Fotos gefallen haben. Mensch, komm mal mit, mach mal ein paar Fotos von Pete. Und Backstage war ich völlig verschüchtert, habe dann ein Foto gemacht, nur gehofft, nicht verwackelt. Habe ihn dann Jahre später immer wieder getroffen in Butzbach, wenn er aufgetreten ist, in Wölfersheim. Und in Wölfersheim war dann auch ein Open Air, auch wieder von der kleinen Agentur veranstaltet. Und Albert Hammond und Pete waren Backstage gewesen. Ich wollte unbedingt ein Foto mit beiden haben. Und Pete hat dann tatsächlich Albert noch aus dem Wohnwagen geholt, mir zuliebe, damit ich das Foto von beiden zusammen bekomme. Und Albert hat sich dabei als herzlich menschlich erwiesen. Pete sowieso, da ist aus den Jahren dann eine schöne Freundschaft, eine schöne Bekanntschaft entstanden. Und ja, es ist einfach immer wieder schön, Menschen zu treffen, die einen riesen Status in der Musikbranche haben, aber trotzdem menschlich sind. Jetzt bist du so ein bisschen, wenn du Albert Hammond sagst, bist du schon so Englisch angetan. Sprichst du Englisch? Nein. Wie habt ihr euch denn verständigt? Oh Gott, mit Händen und Füßen und schulenglischen Brocken. Einfach ist, ja, so wie es halt ging. Man hat versucht zu sagen, hier, ich hätte gerne das Foto, oder ha, schön, dass du mal wieder da bist. Aber er hat es ja Gott sei Dank immer wieder verstanden. Die sind beide so viel in der Welt unterwegs, dass die einfach, ja, wissen, was ihre Fans ihnen sagen wollen. Den nächsten Gast, nämlich mich, hast du kennengelernt. Kannst du dich noch erinnern, wo das war? Oh Gott, das war vor Jahrhunderten. Das sage ich dir. Vielen Dank, Dankeschön. Bitte, bitte. Nee, das war ja in Seligenstadt vom Showtreff aus, genau. Da hast du ja mit dem Heinz Fuchs und noch so ein paar anderen Größen der deutschen Musikszene dort rumgesessen, und irgendwie sind wir ins Gespräch gekommen. Und weil du einen Fotoapparat hattest. Da habe ich dich angesprochen. Genau. Ich habe dich auch angerufen, und du bist auch tatsächlich vorbeigekommen bei einem der wenigen Konzerte von meinem Freund aus Michigan, USA, bei dem Karl Emroy. Kannst du dich da noch dran erinnern? Oh ja, in Hanau, in der Weinlounge. Wie fandst du die Veranstaltung? Es war gemütlich. Es war sehr, sehr schön, einfach mal Karl Emroy, den man ja nur über Facebook und durch dich kannte, persönlich zu sehen und zu hören, was für eine ausgeprägte Stimme er hat und welche Präsenz er auch hat mit seinen Songs. Warmherzig, aber mit einer unheimlich tollen, tiefen Stimme. Wenn er das sieht, das wird ihn freuen. Dann hast du noch kennengelernt Heintje, der ja inzwischen Hein Simons heißt, und jemand, der mich öfters im Auto mitnimmt oder mitgenommen hat, nämlich Jürgen Drews. Wie waren denn diese Treffen? Ja, also bei Hein muss ich sagen, auch wieder durch den Showtreff mit seinen Sommerfesten. Und Hein ist ein schon besonderer Mensch, bei dem man eigentlich gedacht hat, oh Gott, Hein, ihr Kinderstar, wer weiß, wie der ist im Alter. Aber bodenständig, hat ein Gestühl, auf dem er die Künstler empfängt. Ja, der ist einfach unheimlich netter, sympathischer Mensch, dem ich ja auch beim Smarge Award dieses besondere Erlebnis hatte. Ich stehe am Buffet, bin wieder mal am Fotografieren, wie immer. Und Heintje steht auf einmal hinter mir, ich habe es nicht gemerkt, und ruft mir so über die Schulter zu, na, werden die Fotos auch was? Ich drehe mich noch um und sage, du bist so blöd, klar. Naja, und die Leute haben natürlich geguckt, und ich habe ihn dann erstmal herzlich im Arm begrüßt. Wie war das mit Jürgen? Jürgen Drews? Und Jürgen Drews war ja
durch dich, wieder mal. Das war einmal Mallorca gewesen, im Kultbistro, aber da hat man ihn nur ganz kurz gesehen. Als wir beim Opening waren wir damals, auch schon Jahrzehnte genau, her. Mallorca, wir beide versuchen uns gerade zu erinnern. Kommen wir nochmal zurück auf deine Fotokarriere. Es gibt im Internet ein Foto, wo du, ja, also ich würde mal sagen, als Nicht-Hausmann vor einem, ja, vor einem Stoffsortiment liegst. Das war ein Fotoshooting im Kunstsalon bei Patricia Zewe. Erzähl mal ein bisschen was darüber. Also es war nicht der Kunstsalon, sondern es war eine Ausstellung, die hieß Der wandernde Kleiderschrank und fand im Dolce in Bad Nauheim statt. Patricia Zewe ist eine anerkannte Künstlerin, die national, ja, überall ihre Bilder ausstellt. Und im Rahmen des wandernden Kleiderschrankes machte sie eine Wasserfallstoffausstellung aus Jeansstoffen. Und um das Bild wirklich ganz speziell festhalten zu können, nämlich in Wasserfallform von unten nach oben, weil von oben nach unten in meiner Größe, kannst du vergessen, also auf den Boden gelegt und von unten nach oben fotografiert. Und du hast bei dieser Ausstellung auch Fotos präsentiert. Wie viel? Das war eine andere Ausstellung. Aber auch von Patricia, ne? Patricia Zewe hat eine Benefizveranstaltung, eine Ausstellung von 6 Künstlern organisiert für ein Hospiz in Friedberg. Und in dessen Rahmen wurden auch 5 meiner Fotos auf Alu gezogen ausgestellt. 2 wurden tatsächlich verkauft. Bin ich ganz stolz drauf. Wie viel hast du denn verdient? Ja, das ging ja alles ans Hospiz, okay. Also von daher, die Veranstaltung hieß Charité 99, jedes Bild, jedes Ausstellungsstück hat 99 Euro gekostet und das ging zu 100% an die Hospiz. Also sie lässt sich da auch immer was einfallen und zwar einfach schön, endlich mal ausgestellt. Das kann ich nachvollziehen. Du bist viel in Sachen Kunst unterwegs und auch mit Künstlern. Ich weiß von einer Capella Comedy, nennen die sich La Le Lu. Das kenne ich eigentlich von Heinz Rühmann. La Le Lu und so. Da hast du Fotos gemacht und die haben was Tolles gemacht. Die haben aus deinen Fotos so eine Art Sprechblasen-Comic gemacht. Ja, also La Le Lu ist eine sehr spezielle Band, die wirklich a cappella gerade zu Pandemiezeiten immer tagesaktuelle Themen aufgegriffen haben. Und die sind im Podcast Kratzen Hals dargebracht haben, eigentlich jeden Tag. So bin ich auch auf die gekommen, weil es mir einfach gefallen hat, habe ich denen gesagt, hier Leute, toll, was ihr da macht, hilft einem den Tag gut zu überstehen. Und die haben dann für ihre Fans Online-Konzerte gemacht. Normalerweise fotografiere ich gar nicht online, weil Fernseher abfotografieren, schlimm. Aber aus der Elbphilharmonie, das Konzert, waren so tolle Aufnahmen gewesen, dass ich wirklich 1,5 Stunden vor dem Fernseher gestanden habe mit der Kamera und nur noch draufgehalten. Die Fotos gingen dann in die Fangruppe und Fans aus, ich glaube, Schweden oder Holland war es, die haben dann gesagt, die Fotos sind so toll, da muss man was draus machen. Also wenn ich es richtig verstanden habe, hast du das zu Hause am Fernseher abfotografiert? Ja. Oh, wenn das ins Fernsehen kommt, fotografiere ich dich mal und schicke dir das vor. Das ist eine gute Idee. Sehr schön. Du bist aber öfters mit dieser Gruppe unterwegs und auch mit denen befreundet, ne? Das hat sich entwickelt im Laufe der Pandemie, einfach weil man dann auch einen ganz anderen Kontakt hatte. Apropos, du hast viel geschrieben. Klar. Apropos Kontakt, ich mache jetzt mal Schlag auf Schlag. Linda Feller, Mary Rose, Michael Holm. Und dann hast du noch einen Foto-Award gekriegt. Oder Foto-Award, oder wie heißt das genau? Award, okay. Ja. Also fangen wir mal bei Linda Feller an. Da weiß ich, das war in Gera, da kann ich mich auch dran erinnern. Ich hoffe, du auch. Oh ja. An der Veranstaltung von unserem gemeinsamen Freund Danny Schönemann. Ja. Der hat da eine Veranstaltung gemacht und es wurde moderiert von Linda Feller. Und da haben wir, oder ich habe das organisiert, dass du da mit ihr ein Foto hast. Hast du mit ihr mal gesprochen? Ja, natürlich. Und? Also Linda ist ja ein unheimlich lieber Mensch. Und was ich ganz toll fand, war, backstage raste sie bei der Veranstaltung in Gera barfuß durch die Gegend und meinte nur so ganz trocken zu mir, also wenn ich oben dauernd die hohen Schuhe anhab, muss ich einfach auch mal barfuß laufen. Das bewundere ich sowieso, bei Frauen bewundere ich vieles, aber was ich ganz besonders bewundere ist,
Wie kann man zum Teufel in diesen Schuhen laufen? Macht der Gewohnheit. Macht der Gewohnheit? Ja, es sieht einfach schöner aus, wenn eine Frau einen schönen hohen Schuh anhat. Das ist irgendwo wahr. War das bei Mary Rose genauso? Mary Rose lernte ich bei einer Veranstaltung kennen von Stefanie Hertel. Da war ich zur Aufzeichnung von VH Promotion gewesen, um Fotos zu machen. Und Mary Rose stand so neben mir und da habe ich dann gefragt, darf ich bitte auch ein Foto haben? Und sie gab dann die Kamera an jemanden weiter und sagte, mach doch bitte mal ein Foto von uns beiden. Und wies ihn dann so an, nein, nicht gerade. Wenn, dann wird das schräg von oben gemacht, dann sieht das einfach besser aus. Und es war tatsächlich so. Wie schaffst du das, zu diesen Events zu kommen? Schreibst du die Leute an und sagst du, check mich mal im Internet oder wie läuft das? Das ist ein richtiger Selbstläufer geworden. Ich habe mal ein paar Fotos gemacht, die werden viel benutzt. Sie sind im Internet zu sehen, die Leute nehmen sie für ihre Seiten. Die sind auf Bannern zu sehen, teilweise auf CD-Hüllen. Und dann werde ich einfach nur gefragt, ja, hast du Bock, kommst du mit? Ich meine, ich habe ja vorhin erzählt, dass ich oft im Auto unterwegs war mit Jürgen Drews. Da habe ich eben eine Menge Leute gesehen, die haben so T-Shirts angehabt, Eventfotograf und haben da drauf los fotografiert. Und was hältst du von so Leuten? Jedem das Seine. Also okay. Wenn es die Leute glücklich... Diplomatische Antwort. Ja, manche mögen es einfach und dann ist es auch in Ordnung. Ich denke mir, mir ist es lieber, ich weiß nicht, wen ich vor mir habe. Die wissen nicht, wer ich bin, entweder es passt oder es passt nicht. Kommen wir zu deinem Foto Award. Das war der erste. Ja. Stolz? Natürlich. Ah. Natürlich. Ah, klar. Ja, das war übrigens auch so eine Sache. Die Organisation, Moment, Fairplay Country Music, die macht jedes Jahr eine Red Carpet Award Veranstaltung. Die sitzen in Holland. Genau. Das bewundere ich sowieso. Die machen ein riesen Theater. Aber letztes Jahr hat die Veranstaltung nicht stattgefunden wegen Corona, soweit ich weiß. Die wurde online gemacht. Also okay. Wir waren dann wirklich, ich bin ja auch dann mal so einen halben Tag rübergefahren. Und dann haben wir so ein bisschen voraufgezeichnet, einfach, dass schon ein bisschen da war. Dann wurden die Leute um Fotos gebeten, dann wurde noch ein bisschen zusammengeschnitten. Also die haben schon einen Riesenaufwand betrieben, um wenigstens eine Online-Übergabe zu machen. Das war schon richtig toll. Ja, und die haben halt auch gefragt, Mensch, willst du dich nicht mal bei uns bewerben? Das habe ich gemacht. Und dann hast du ein Award bekommen. Wo ist der momentan? Im Küchenschrank? Nein, der steht im Wohnzimmer auf dem Schrank. Oi. Du warst auch unterwegs mit einer Dame, das habe ich gesehen im Internet, ich habe es auch recherchiert. Das ist eine tunesisch-deutsche Boxerin. Die hat 6 K.O.-Siege gehabt, ich habe es nicht glauben können. Also vorsichtig bei den Mädels heutzutage. Ikram Kerwat heißt die Dame. Also Ikram, ja auch wieder so eine Sache, ich schreibe ja nebenher auch für Promistadt und mache da die Fotoberichte. Und der Michael Weber rief mich an, sag mal, hast du nicht Lust, über eine Boxweltmeisterin zu berichten? Mhm. Eine Boxweltmeisterin. Hast du den Boxkampf gesehen? Überhaupt nichts. Ich wusste noch nicht mal, wer das ist. Das ging mir genauso. Ich musste mich mal kundig machen. Okay. Naja, und Ikram, die lebt ja auch in Hessen, also gar nicht so arg weit weg. Und dann habe ich einfach gedacht, okay, mache ich. Bin dann auch hingefahren, hatte ein richtig tolles Interviewgespräch mit ihr, durfte sogar ihre Weltmeistergürtel halten. Sie ist also wirklich Leichtgewichtsweltmeisterin, muss man sagen. Leichtgewicht? Genau, okay. Im Leichtgewicht. Okay. Und sie sieht toll aus, sie hat eine super Ausstrahlung, ist ein unheimlich positiver Mensch und ich drücke hier übrigens hiermit die Daumen. In Dubai sind die nächsten Kämpfe. In Dubai. Wahnsinn. Liebe Zuschauer, die Yvonne macht nicht nur Fotos, sondern sie schreibt auch für Promistadt. Ja. Promistadt ist ein Internetportal, wo ja, prominente Leute interviewt werden. Und du schreibst da Artikel oder was machst du da genau? Ich mache Fotoberichterstattung und wir sind ein kleines, freies Online-Magazin, das einfach gerne über spezielle Events oder spezielle Menschen oder auch spezielles Tun einfach gerne berichtet. Etwas Trauriges. Ein Mann, ein Moderator vom Hessischen Rundfunk, Reinhard Schall, ist verstorben und du warst bei einem seiner letzten Drehs dabei.
Das ist eine sehr populäre Sendung in Hessen, die heißt Hessen Tipp. Was wurde da gefilmt? Tja, also Reinhard kannte ich ja viele Jahre. Wir sind uns beim Einkaufen über die Füße gestolpert, haben festgestellt, wir können uns gut unterhalten, haben gerne mal eine Zigarette zusammen geraucht, einen Kaffee getrunken, und ihm gefielen meine Fotos so gut, dass er gesagt hat, beim letzten Hessen-Tipp-Dreh, so rum. Da wurde immer was Interessantes aus Hessen vorgestellt, oder? Genau. Lokalität, genau. Nein, er ist dann immer zu diversen Lokalitäten gefahren und hat ein spezielles Lokal vorgestellt. Oder wenn Leute was Bestimmtes, Besonderes gemacht haben, wie zum Beispiel die Käsescheune, sowas. Das waren dann so Orte, die er vorgestellt hat, wo er gesagt hat, das könnt ihr machen. Ihr könnt den Vogelpark besuchen, da gibt es die Besonderheit. Also wirklich Tipps aus Hessen für die Hessen. Und du warst beim letzten Dreh dabei, und was wurde da gefilmt? Kannst du dich noch erinnern? Wir waren bei, oh Gott, wie heißt das denn? Das ist einmal im Jahr. Ist nicht so tragisch. Wir hätten sowieso das Material nicht bekommen, liebe Zuschauer, wegen den Copyrights. Kommen wir zum nächsten Thema, Yvonne. Romy Stange, sie ist eine Aktivistin und kämpft gegen Gewalt, gegen Gewalt für Frauen. Du bist mit ihr befreundet. Ich habe gesehen, ihr habt viele Aktionen zusammen gemacht. Gewalt gegen Frauen? Ich hoffe, du selber hast keine Erfahrung in deinem Leben gemacht. Nein, Gott sei Dank. Romy ist ein sehr besonderer Mensch, eine sehr besondere Frau. Romy ist oder hat selber erlebt, worüber sie jetzt berichtet, wo sie auch tätig ist. Romy setzt sich für Frauen ein. Gegen Gewalt, gegen Mobbing. Sie hat einen Talk für Frauen. Sie schreibt für Frauen. Sie ist bei One Billion Rising unterwegs. Und sie sagte mal zu mir, wichtig ist, was der Mensch innerlich ist und nicht, was er tut. Und diese Frau ist so stark und aus Selbsterlebten so stark vorgegangen. Ich ziehe meinen Hut vor ihr. Also ich merke schon, du hast schon Kontakt zu sehr interessanten Menschen. Kann man das so sagen? Ja. Dann nehmen wir gleich den nächsten. Ich hab mir das alles so ein bisschen rausgesucht. King Ralf, der Kurator der Hall of Fame in Berlin. Fand ich sehr beeindruckend, muss ich unbedingt mal hin. Aber du warst schon mal da und hast auch dich ein bisschen umgesehen. Es gibt auch Fotos. Ich war nicht da. Ich traf ihn tatsächlich bei einem meiner ersten Country-Meetings in Berlin, wo er schöne Teile aus seiner Hall of Fame ausstellte, auch sehr wertvolle Teile. Platten habe ich gesehen. Genau. Er hat vergoldene Platten, er hat von Elvis, er hat, er hat so viel. Es ist einfach Wahnsinn. Er hat ganz besondere Gitarren, die er auf der Musikmesse in Frankfurt erstand. Und du hast ihn auf der Musikmesse kennengelernt? Nee, in Berlin auf dem Country-Meeting. Ah. Er hatte eine Ecke und dort hatte er die ganze Wand vollgehangen mit seinen ganzen Besonderheiten. Und auch wirklich sehr wertvolle Stücke dabei. Und weil das halt auch immer mal vorkommt, dass man dann was essen möchte, was trinken möchte, bat er mich, kannst du mal darauf aufpassen. War das Country-Meeting in Berlin, war das okay? Ich habe schon immer mal mit dem Gedanken gespielt, du weißt ja, ich bin ja Country-Fan, da mal hinzufahren, würdest du mir das raten, wenn es wieder stattfindet nach Corona? Es gibt schöne Country-Veranstaltungen, aber Berlin ist für mich mit Abstand die schönste. Berlin ist menschlich, familiär, sehr groß aufgezogen. Es ist für jeden Country-Geschmack etwas dabei. Und auch ins Gespräch zu kommen, ist absolut easy. Du stehst wirklich, wenn du allein dorthin kommst, keine Stunde allein. Du bist im Gespräch, du wirst aufgenommen, du bist dabei, wenn du keine Ahnung hast, ich bin da hingekommen, hatte von Country keine Ahnung, du wirst aufgeklärt, du kriegst erzählt, das ist gut, das ist schlecht, und wenn du es schlecht findest, dann heißt es, dann guck da mal, das gefällt dir bestimmt besser. Yvonne, wir schließen den Kreis. Jetzt landen wir da, wo du schon mal dabei warst, nämlich bei einem Image-Videodreh hier, da wo wir momentan dieses kleine Interview machen, nämlich bei Dr. Höfer. Auf seinem Weingut. Wir sind hier
Erstmal, immer bewusst. Ich trinke gleich mal, ich muss nur den Satz noch zu Ende machen. Also hier wurde ein Image-Video gedreht auch von unserem Freund Danny Schönemann. Und du warst damals auch dabei. Kannst du dich erinnern? Oh ja. Zu Pandemiezeiten. Ganz am Anfang war das noch. Oh, da habe ich doch den Bericht geschrieben für Promistadt. Moment, der Titel war sinngemäß: Wie findet eine Weinprobe? Eine Weinverkostung, ja, genau. Genau, zu Pandemiezeiten statt. Wie lässt es sich durchführen? Richtig. Indem man einfach trinkt. Ja, oder es auf Familien beschränkt, wie es damals halt war. Und ich muss sagen, das war ein sehr schöner Dreh gewesen. Das ist ein schönes Abschlusswort. So, jetzt können wir trinken. Prost. Ja. Liebe Zuschauer, danke, dass Sie uns zugehört haben. Wir wollen alles Gute, schöne Fotos. Und wenn du Dalai Lama kennenlernst, sag mir Bescheid. Ne? Prost. Das mache ich.